bin zur Freude da. Ich habe viel Freude an der Kunst und ich freue mich, hier so viel Kunst und so viele Menschen zu sehen, die sich auch an der Kunst freuen. Manche sind sogar da, die Sammler sind. Ich habe auch eine Kleinigkeit erworben. Also so gelegentlich kommt man auch mal selbst zum Kaufen. Ich war ja lang Aussteller hier. Ich war schon Aussteller beim Internationalen Kunstmarkt, der alternierend Köln und Düsseldorf war. Auch noch in den Anfangszeiten der Art Colonna, aber seit ich jetzt selbst die Art Karlsruhe organisiere, bin ich jetzt nicht mehr als Aussteller da. Ich habe nicht so viel Zeit, um noch auch die Messe zu machen. Aber ich finde sie immer noch spannend. Und man muss ja wissen, Köln ist die Mutter der Messen. Und die Mütter sind ja bekanntlich auch schon etwas reifer und älter. Und die Mütter, die wunderbaren, schönen, unsere Mütter und die Mutter der Kunstmessen, ist ja auch schon etwas in die Tage gekommen. Aber gar manche Mutter versucht ja auch noch ein enges Höschen anzuziehen, um dann etwas jugendlicher zu wirken. Und das ist hier auch der Fall. Manchmal sieht es ein bisschen komisch aus, aber es ist so gewesen. Und da tut natürlich so eine junge Messe wie meine Art Karlsruhe sehr gut als Gegenprogramm. Wir sind die Jungen, wir sind die Kleinen, wir sind die Frechen, wir sind die Hin. Und hier sind die Muttis, die ein bisschen aufmümpelig sind. Ich habe ja auch bei mir in Karlsruhe die Contemporary 21, das ist die aktuelle Kunst. Und natürlich sind die alten, hochhandelbaren Kunstwerke begrenzt kaufbar für den kleinen Personenkreis. Und es ist natürlich schön und wunderbar, wenn man eine Möglichkeit finden kann, die jungen Menschen zu begeistern. Das kann man aber nur, indem man die Begeisterung weitergibt, indem man die Freude an der Kunst weitervermittelt und dadurch junge Menschen animieren kann. Das ist doch was Schönes. Und das gelingt ja überall. Und ich sehe bei mir, wie viele junge Menschen da sind. Und ich sehe hier junge Leute, die machen einen Film. Und das ist doch toll.